Ja, hallo liebe Bene-Freunde, mein Name ist Kai Magnus Ding und ich wollte mal kurz erzählen, ich hatte ja eine Oma, ne? Und meine Oma hat immer so Oma-Philosophien von sich gegeben, die kennen sie alle, so Oma-Philosophien wie zum Beispiel, ja, wenn die Füße erstmal kalt sind, ne? Bei der kalten Jahreszeit, man sagte meine Oma, ja, wenn die Füße erstmal kalt sind, was ist, wenn die Füße kalt sind? Das hat so Oma nicht gesagt, nur ich wusste, wenn die Füße erstmal kalt sind, ja dann, ja, was ist denn dann? Man wusste nicht, und ich weiß, so Samstagabend, ich saß auf dem Sofa, ich muss so 7, 8 Jahre alt gewesen sein. Wir gucken, wir hätten das, da gab es dann noch. Da kriegte ich plötzlich kalte Füße. Ne? Und ich sag noch zu meiner Mutter, ich sag, Mutter, die Füße werden kalt. Ne? Hatten wir uns da, zu einer Zeit haben wir so im Teleshopping so einen Fußmuff gekauft, da kannst du so Füße reinstulpen. Ne? Dann in eine Steckdose stecken, am Rädchen drehen, kannst du auch ohne Fußmuff am Rädchen drehen, bleiben aber die Füße kalt. Ne? So mit Fußmuff werden natürlich die Füße warm. Ne? Oder meine Oma sagt immer, ja, man weiß es nicht. Die ganzen Heidegger, Martin, also Regalmeter, Heidegger, also dass sein Dasein und Zeit alles zu nichts führt, hatte Oma auf den Punkt gebracht mit, ja, man weiß es nicht. Und sie hat recht. Ne? Ich weiß es heute immer noch nicht. Ne? Ich sitze manchmal nach dem Auftritt in der Garderobe und ich weiß es nicht. Ne? Der Oma hatte recht. Und den größten Klassiker hatte Oma immer gebracht, den kennen sie auch alle. Den größten Klassiker ist letztens noch passiert, Umzugskarton, Bücher rein, oben noch Müll drauf. Und jetzt, wir wohnen Altbau, dritte Etage, ganz oben. Ich trage den Müll so runter und auf der letzten Treppe reißt der Boden die ganzen Bücher runter, der Müll hinten noch dahinterher. Meine Oma steht am Fuß der Treppe, guckt mich nur an und sagt, ja, das hätte ich dir vorher sagen können. Und wenn Sie so eine Oma haben oder hatten, da können Sie ja mal in einer stillen Minute an mich denken. Man weiß es eben nicht, aber das hätte ich Ihnen auch vorher sagen können. Machen Sie es gut.